Also da sind einige. Ich hänge hier an der Lampe. Ich finde das voll lustig. Oh. Kaboom, Baby! Ja, da war trotzdem der falsche Kopf. Kopf, knapp. Und damit. Mal gucken, ja. Und damit herzlich willkommen zu Infamous Second Son mit der Tessie von Lost in Games. Wo ich denn jetzt meinen Button da? Und wir wollen jetzt den Finalkampf machen, den Viertelfinalkampf von Queen Anne, dem Startviertel, in dem man anfängt. Und dazu werden wir einen Telefonstreich machen. Autsch. Dafür gibt es sogar einen Erfolg, den habe ich aber schon. Nein. Jetzt wird's lustig. Hallo, hier ist die DUP-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Es hat einen Zwischenfall ganz in der Nähe gegeben. Ein ziemlich gut aussehender Bioterrorist. Er hat randaliert und Ihre Reklametafel beschädigt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Wir schicken die UP-Truppen, um die Gefahr zu neutralisieren. Davon kriege ich einfach nie genug. Und jetzt haben wir die ganze Truppe auf den Plan gerufen. Kadusch! So, und noch einer. Kadusch! Das war schon mal sehr erfolgreich. Au! Was hat der denn gegen meine Reklametafel? Hops. Nein, das ist nicht hoch. Hops. Hops. Ich stehe hier oben gut, ihr auch? Da oben! Ja, mal treffen. Okay, doch, gut kann das. Ich brauche noch ein bisschen Rauch. Hops. Was wollen die Leute sagen, die hier wohnen? Da hängt jemand an meinem Fenster. Oh, Scharfschützen. Hops. Da oben Rauch? Ja. Die Musik ist genial. So, ich habe jetzt halt diesen Kreis da, wo das Ganze abläuft. Jetzt habe ich auch wieder zwei Raketen zum Auswahl. Aber ich glaube, ich habe die Wagen habe ich zerstört alle, ne? Die qualmen alle so schön. Jetzt laufen nur noch die UPs. Nur noch. Da im Kreis rum. Wo seid ihr? Komm. Ihr habt mich gesehen, ha? Schön. Nein. Au! Du fucking Scharfschütze. Nein, das war keine gute Idee. Das war ein automatisches, das ich nicht gesehen habe, offensichtlich. Okay. Kaboom. Oh ja! Eindeutig viel besser. Komm, noch einer. Ich brauch noch rauf, das geht so nicht. Ups. Müsste doch irgendwo noch. Da. Ich brauch den Rauch jetzt auch nur. Wow. Wenn ich noch ein paar Geschütze. Geschosse hab. So ein paar große. Sowieso Geschosse. Dum dum. So, also, man muss vorsichtig mit denen sein. Da hinten. Kaboom. So. Die müsste ich jetzt eigentlich alle. Warum macht er das denn auf dem Ding da drauf? Das ist doch total dämlich. Und zack, weg bin ich. Hi. Uah. Willkommen auch. Nein. Scharfschützen sind böse. Ganz tolle böse.
Ziel gesichtet. Ja. Ups. Fallflug. Uff. Ja, ja. Hab ihn im Visier. Huch. Ich wollte ihm eigentlich nicht hinterher jumpen. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Au. Ich kriege mich mal wieder. Da ist die Space Needle. Da müssen wir uns das nächste Mal dann umgucken. Ne? Das machen wir danach. Nachdem wir jetzt hier diesen Finalkampf, den Viertelfinalkampf platt gemacht haben. Also die DUPs. Ja. Ist ihnen auch egal, dass da Zivilisten sind, ne? Die sind ja so gefährlich. Die Bioterroristen. Ist mir auch egal. Diese Rauchgranate ist toll. Das vereinfacht einem das auch so ein bisschen. Schön. Okay. Wieso bin ich jetzt wieder da oben? Naja. Viertelfinalkampf abgeschlossen. Queen Anne, Schnellreiseziel, Individual-Agent-Jacke jetzt verfügbar. Ah, da ist die hier. Queen Anne jetzt frei von DUP-Patrouillen. Führen Sie eine Schnellreise zwischen den zwei Vierteln durch. Okay. Dafür muss ich natürlich erstmal noch ein anderes Viertel freischalten. Das war nicht so schwer. Muss ich sagen. Also da sind einige. Ich hänge hier an der Lampe. Ich finde das voll lustig. Oh. Kaboom, Baby! Ja, da war trotzdem der falsche Kopf. Kopf, knapp. Genau, ich bin's. Die Leute sind hier auch jetzt ein bisschen freundlicher und so, weil jetzt gibt's keine DUP mehr in diesem Viertel. Ist das nicht geil? Freut euch! Ja, halten Sie sie auf Trab! Mach ich. Danke. So, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit dem Ding. Da hinten ist nämlich noch was. Und das werde ich jetzt auch noch beenden. Dieses Viertel abschließen. Gut. Ja, die Leute kennen mich jetzt zumindest schon so ein bisschen und sie mögen mich, mehr oder weniger. Liegt aber auch daran, dass ich mit gutem Karma spiele. Wenn ich jetzt, mich scheiße benommen hätte hier, dann... Ach. Wäre das natürlich anders. So, versteckte Kameramission. Das DUP hat in der Nähe eine Kamera versteckt. Verwenden Sie Ihr Telefon, um sie zu finden. Die hängt da oben irgendwo. DUP-Kontrollkamera. So, die zeigt auf dieses Ding hier drauf. Da muss sie ja irgendwo da oben sein. Da. Sind total klein. Ist sie das? Ja. Kabum. Ich will doch nicht sterben. Ich will dich doch auch gar nicht sterben lassen. Und wir sprayen nochmal eine Runde. Auf die Nuss oder Knochenjob? Na, auf die Nuss natürlich. So. Auf die Nuss. Auf die Haselnuss. Mit einem Eichhörnchen. Ja, das sieht natürlich nach nichts aus. Da kommt noch mehr. Da kommt die Nuss. Badabum, 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 badabum. Und dann kommt noch der richtige Nussgenuss. So. Jetzt kann man das eigentlich richtig gut erkennen. Jetzt klickt er nochmal nach.
Bam, badadam, badadam. Und die Welt sieht gleich viel schöner aus. Okay. 7%. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ah. Das sollte der Audiokommentar sein. Ja, Audioprotokoll. Der ist auch richtig interessant. Ups. Kannst einfach nur hüpfen, ohne Feuer zu fangen? Meine Güte. Zack. Ja. Drogen sind kriminell. Die haben trotzdem nichts mit Bioterrorismus zu tun. Ganz ehrlich. Sunshine, beautiful sunshine. Es sieht doch einfach nur genial aus, oder? Es sieht doch richtig genial aus. So. Finden und laden Sie das Audioprotokoll des Informanten in diesem Gebiet herunter. Telefon. Ja, wer ist da? Nelson Rowe. Sie kennen mich nicht. Aber ich habe Sie beobachtet. Okay. Das ist ja mal gar nichts schräg. Selbst in Washington Gemunkel über Augustin und die Notwendigkeit des DUP. Ist doch toll! Ein weiterer Schritt auf dem Weg, Augustin bezahlen zu lassen. Nicht alles daran ist toll. Ich will Ihnen helfen. Aha. Und wie genau soll das aussehen? Ich kann Ihnen helfen, das DUP von innen heraus zu zerstören. Aber Sie müssen schwören, niemandem etwas zu verraten. Sollten die Informationen, die ich Ihnen gebe, bekannt werden, bin ich erledigt. Sie werden mich sofort kalt machen. Sie sind der Einzige, der aufdecken kann, was Augustin mit den Conduits macht. Sie sind der Einzige, dem ich zutraue, das hier bis zum Ende durchzuziehen. Gut. Sagen wir, ich spiele erstmal mit. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen ein Programm aufs Handy geschickt. Damit finden Sie meine Berichte. Sie müssen sie suchen, anhören und weiterkämpfen. Mist, ich muss aufhören. Okay. Oh, dieses elende Geräusch. Aber ich scheine mich dem zu nähern. Mann, ist das laut. Das klingt so ein bisschen wie so ein Radio. Ah. Hier drauf geht das nicht mit dem Handy. Ich brauche auch beide Hände. So. 31 Meter bin ich wieder weiter weg. Oh ja, ich bin auch schon außerhalb des Kreises. Was ist denn? Ups. Hier vielleicht? Kann ich da draufstellen? In die Richtung. Muss hier doch irgendwo sein. Ich habe das Gefühl, man kann es fast hören. Dahinter vielleicht. Ja, dahinter vielleicht. Krass. Ja. War ich das? Nee, das war ich nicht. Huch! Gegen nur diesen Schrotthaufen. Da! Da liegt es doch! Steht doch schon drauf! Achso! So, ich habe das Viertel jetzt gesäubert. 0%. Yeah. Cool, ne? So, und dann Space Needle, ja? Wo ist denn die? Von hier aus gesehen. Da oder was? Aha. Muss ich da erstmal aufräumen. Okay. Dann flitzen wir da noch mal hin. Miau. Miau. Miau.
Ach, das ist schon Drogendealer. Ey, wenn er mich schon anquatscht, ne? Dann. Was willst du haben? Was ich haben will? Dass du aufhörst, Drogen zu verkaufen. Ey. Sorry. Hört um euer Leben, ja. Komm auf die Zivilisten zu schießen! Da werde ich vorbei. Doch. Doch. Ne? Warum geht der erst mal hinter mir weg? Das ist lustig, dass der letzte der Drogendealer sich immer ergibt. Immer der letzte. Der ist dann auch so schlau. No, ich kämpfe doch schon gegen Drogen. Nervt doch nicht. Mothstorm, Seattle, ja. Laufe ich eigentlich immer auf der Straße? Da ist man nicht schneller. Ist nicht Dunstorf oder so. Wo ist denn dein Verstärker, Junge? Luftgitarre mal anders. Ich spiele E-Gitarre ohne Verstärker. Ach, geil. Ja, also die hauen ist was für den Böse-Karma-Weg. Das mache ich jetzt nicht. Zivilisten verprügeln. Von ihren Freunden der DUP. Wollt ihr mich verarschen? Let us help. Aha. Wenn ihr könntet, würdet ihr alle einsperren und dann jeden einzelnen auf Conduit-Gene testen, ne? Halt die Klappe. Huch! Da war ein Auto hinter mir. Hm. Ich spray erstmal. Zwergenflucht. Nee, falsch rum. So. Was ist das denn? Aus wie so ein Typ der Rasen geht. Würde ich nur sagen. Was? Wie geht das schon wieder? Ist auch so ein Dauerwetter hier im Seattle. Regen. Ganz viel Regen. Ja, ist ein Rasenmäher. Jetzt noch ein paar Details. Besser aussieht. Also das mit dem Spray geht ja schnell, ne? Aber diese Dinger zuzuschneiden, das hat bestimmt lange gedauert. Tatsächlich? Achso, wenn ich das nicht mehr sehen will oder was? Das ist doch cool. Ja, deswegen gibt es auch gutes Karma, weil das so ein bisschen Freude in die Herzen heute bringt. Spießrutenlauf. Ach du Scheiße. Okay, Ratch, ich bin hier und du hattest recht. An der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein, 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 nein. Mach keinen Quatsch. Ey, Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Genau. Klettern machen wir doch gerne.